Hallo, ich bin's, Rigoletti. Ich wollte euch mal was zeigen, und zwar das hier. Das ist ein Stein. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Stein. Das ist ein Naturstein, ein sogenannter Bernburger Mosaikstein. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann befindet sich auf einer Seite von diesem Stein ein großes eingemeißeltes R. Genau. Dieses R steht für Rigoletti. Und dieser Stein ist ein kleines Teilchen vom großen Rigoletti-Denkmal in der Dirschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. Das Rigoletti-Denkmal ist eine Pflasterarbeit. Gepflastert wurden diese Steinchen, und zwar mit dem R nach unten. Gepflastert wurde ein Alt-Berliner Pflaster oder die sogenannte Berliner Passe. Also die Berliner Passe wird meist an Hauswänden entlang gepflastert und ist nicht breiter als 1 Meter. Folgendermaßen geht man vor. Also am Rand entlang legt man zuerst mal eine Läuferreihe, also ein Steinchen am anderen. Und dann wird von der Ecke ausgehend, wo ein dreieckiger Stein liegt, nach innen gepflastert, und zwar im 45-Grad-Winkel. Die durchgehenden Fugen sollten nicht mehr als 3 bis 5 Steinlängen laufen und dann eben durch einen quergesetzten Stein unterbrochen werden. Darauf achten sollte man auch, dass keine Kreuzfugen entstehen. Am Rigoletti-Denkmal habe ich etwa 6 Wochen lang gearbeitet. Unterstützt haben mich bei dieser Arbeit Magdalena Stachura und Johnny Sommer. Also vielen Dank nochmal an Magda und Johnny. Und heute, wenn man da an der Dirschauer Straße entlang geht, dann befindet sich auf dem Rigoletti-Denkmal zum Beispiel ein Motorrad, das dort abgestellt wurde. Man könnte auch ein PKW abstellen, sogar ein LKW. Bei Motorrad. Lasten, die über 200 Kilogramm pro Quadratzentimeter schwer sind, wird es schwierig. Also keine Panzer abstellen, sonst hätte man diese Passe mit Holz unterfüttern Motorrad. müssen. Motorrad. Die Berliner Passe ist auch anderweitig noch verwendbar, nämlich sie kann einfach mit dem Stöckchen ausgehebelt werden und schon hat man jede Menge Steinchen parat, um damit Fenster einzuwerfen oder Autos zu demolieren. Also wegen der Handlichkeit ist die Passe, also speziell mit dem Bernburger Mosaik bei Steinewerfern sehr beliebt. Also das Denkmal befindet sich in Berlin-Friedrichshain vor der Dirschauer Straße 13 und 14. Und wer möchte, kann bei mir auf meiner Website www.rigoletti.de eine geführte Tour zu diesem Denkmal buchen. Tschüss!